Jetzt kommen wir zu einem Mann, meine Damen und Herren, der einer der erfolgreichsten Journalisten unseres Landes ist. Ein Buch nach dem anderen wird ein großer Erfolg, weil er großes Einfühlungsvermögen hat. Er hat 2000 Interviews geführt mit fast allen Prominenten dieser Welt, wenn nicht mit allen. Mit Madonna, mit dem Dalai Lama, mit Gorbatschow, mit Yoko Ono, das ist die alte von Lennon, die immer so nervt. So, und so weiter. Und hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Es heißt Momentum. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Dr. Roger Willemsen. Jetzt noch erwartet, aber... Ja, ich auch. Oder? Ja. Irgendwie endete so im Nichts. Ja. Können wir noch... Frag mal da! Machen! 1, 2, 3! Ah. Ja. Ah, zu früh. Ist ja alles wie bei Inka Bause. Ja. Haben Sie mit Freddie Mercury auch noch hingekriegt, ein Interview zu machen? Oder war mit der schon dem tot? Oder mit dem echten? Mit dem echten, hoffentlich. Ich interessiere mich mehr für den bei Inka Bause. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Den fand ich grandios. Also der ist bestimmt nicht schwul, oder? Ratlosigkeit im Publikum. Nee, den fand ich großartig eben. Interessieren Sie solche Leute eigentlich sehr, vielleicht sehr, eher, weil Sie sich fragen, warum? Auch das, aber das ist nur ein ethnologisches Interesse. Dass man sagt, das ist Völkerkunde. Man guckt da rein und sagt, Gott sei Dank bin ich nicht so wie jene dort. Also wie man halt Fernsehen guckt. Das ist übrigens sehr interessant, das finde ich übrigens auch. Also ich glaube, dass Prinzip, Leute so gucken. Ja, genau, nach dem Prinzip ist RTL sehr erfolgreich geworden. Ja. Weil die einfach nur gucken, guck mal geil, denen geht es noch dreckiger als mir. Deswegen schaue ich mir mitten im Leben an, ja, nachmittags. Die Psychologie nennt das Konträrfaszination. So, ja, jetzt eine Frage. Jetzt, halt irgendeine Frage. Eine Frage. Halt. Nehmen wir halt. Sollen wir. Nehmen wir. Wir haben jetzt ein bisschen Zettel am Anfang. Wozu? Was machen Sie in so einer Situation? Was machen Sie in so einer Situation, wenn das Gespräch völlig anders angefangen hat, als man es eigentlich geplant hatte und dann nicht mehr genau wissen, Moment, wo war jetzt der Faden? Und dann, ja, also hui, schönes Wetter heute. Nee, da sage ich, das ist auch schön, wenn man sich in so einem Medium mal Zeit nimmt, wissen Sie, in dieser schnelllebigen Zeit, wo man immer hetzen muss. Was ist das eigentlich für ein Doktortitel, den Sie haben? Dr. Phil. Ist Dr. Phil, wert. Okay. Ist der, sagen wir mal... Der ist ganz unten. Belastbar. Naja. Ich sag mal, ist der belastbar? Würde der eine Prüfung standhalten, Ihrer? Aber ja, wollen Sie jetzt mich gerade testen? Nein. Aber ich meine, nee, aber ob er tatsächlich rechtmäßig erworben ist und nicht irgendwie von irgendeiner Uni in Frage gestellt wird. Also, ich lade jeden Bundesbürger ein, meine Doktorarbeit auf Plagiate zu untersuchen. Okay, alles klar. Okay. Was war das Thema damals? Wollen Sie es wirklich wissen? Nein, doch. Aber ich frage also. Aber jetzt muss ich schon mal eine Frage haben. Also, das hieß, das existiert. Das ist eine sehr gute Frage. Hat nichts mit dem aktuellen Werk zu tun, aber ich finde, das ist ja gut. Das zeigt also, eben auch, dass ich mich für die Menschen neben dem, was sie promoten, interessiere. Dahinter und darunter auch. Ja, genau. Also das hieß, das Existenzrecht der Dichtung. Also ich habe versucht zu beweisen, warum soll es Literatur geben. Und ich wollte nicht aufhören zu studieren, ohne nicht begründen zu können. Wenn du mal bei Raab bist, dann musst du begründen können, wozu brauchen wir Literatur. Aber er fragt mich ja nie. Und hat Dichtung jetzt eine Berechtigung? Sehr. Sehr. Ich könnte zum Beispiel einen Moment nennen, wo mir das sehr klar geworden ist, um mal zum Buch Momentum zu kommen. Ja. Es gab einen Moment, das zum Beispiel, da habe ich mal ein Seminar gemacht und habe meinen Studenten gesagt, nächste Woche machen wir was ganz Peinliches. Wir schließen alle Türen ab und wir lesen uns Pubertätslyrik vor. Die allerpeinlichste Pubertätslyrik. Ich weiß, jetzt habe ich Ihr Interesse. Ach, Und die Studenten haben mich nicht enttäuscht. Doch selbst die Gedichte schreiben am besten. Ich habe auch eigene mitgebracht. Haben Sie eigene Gedichte geschrieben? Ja, natürlich. Wissen Sie noch eins? Auch welche, die sich reimen oder so Günter Grass Gedichte? Nee, es harzte bei mir. Also es kam so unappetitlich raus. Also richtig peinlich, sagt man nicht im Fernsehen. Aber es reimte sich. Also ja, zum Teil reimt sich die Begierde, ja. Ja, okay. Begehren. Aber ich das Werk Gedicht war von jemand anderem. Ich frage Sie gleich nach Ihrem Gedicht. Ja, fragen Sie mich ich bin schon auf der äußersten Kante des Stuhls. Wollen Sie Ihr Gedicht oder mein Gedicht? Jetzt habe ich angefangen mit einer fragmentarischen Geschichte. Das ist ja sehr unbefriedigend, wenn man damit nicht fertig wird. Das ist eigentlich ein Cliffhanger. Was wollen Sie jetzt Ihr Gedicht erzählen? Oder wollen wir nicht? Werbung machen? Oder nein, erzählen Sie Ihr Gedicht. Es ist im Privatfernsehen nicht so, dass man immer Werbung parat hat. Wir könnten jetzt gar keine Werbung machen, weil wir im Moment gar keine Werbung haben.
Also schon, aber erst in fünf Minuten. Es will keiner werben hier. So, wie war das Gedicht? Also das Gedicht ist folgendermaßen. Der Junge beschreibt, wie eine junge Frau in einem Chiffonkleid an einem Sonntagnachmittag im Sommer auf einen Wald zugeht. Mit einem jungen Mann. Wir wissen, was passieren muss. Sie gehen auf den... Moment, seien Sie doch mal subtil. Ja, okay. Sie gehen auf den Wald zu, die Farnkräuter, die haben schon ihre geilen Fieber ausgesteckt. Das ist in Richtung, das dauert unglaublich lang, bis sie da kommen. Sekunde, jetzt wird es Ihnen gleich gefallen. Ja. Und sie kommen immer näher an den Wald ran und man denkt sich, gib Gummi, mach voran, die Frau wartet nicht ewig. Ja. Das Gedicht wird immer kürzer. Wir denken, wie will der die Situation, die jetzt passieren muss, wie will der die lösen? Und er hat noch eine einzige Zeile. Und in dieser Zeile fasst er alles zusammen, was wir erwartet haben. Die Zeile lautet, dunkel summt der Biber. Das ist Dichtung, Herr Raab. Das ist das, Dichtung, was Sie in Ihrem Leben auch zum Schluss haben. Ich habe nicht verpasst. Hat der Biber bei Ihnen nie gesummt? Ist der Biber nicht ein Synonym für sagen wir mal, das weibliche Geschlechtsorgan, also zumindest in den 70er Jahren, als er auch noch aussah wie ein Biber? Nee, im Englischen. Im Englischen ist er das immer noch. Aber Sie sollen doch nicht so explizit sein. Das ist doch der Subtext. Verstehen Sie? Ja, klar. Aber für die sozusagen die Fantasie nicht haben, muss man ja sozusagen auch die bereinigte Version liefern. Na. Meine Gedichte sind immer klar. Ich will gerne Ihr Gedicht hören. Ja, das heißt, haben Sie nicht gesagt, Sie wollten eins vortragen? Ich habe schon mal vorgetragen. Sagen Sie, war es gereimt? Es war gereimt. Es war also schon lange her. Wollen Sie es vor der Sendung, vor der Werbung? Ich kann es noch mal gerne vortragen. Es wäre eine Wiederholung. Gerne. Aber es funktioniert nur mit Musik. Ja, das ist geil. So ein bisschen Moll. Und es geht so. Ach du großer Gott. Das ist ja indiskutabel. Ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher. Meine Gedichte brauchen keine Unterlegung. Dafür sind meine kürzer. So. Von allen Menschen, die es gab, war der schönste. Und jetzt fällt mir der Rest leider nicht mehr ein. Ja. Jetzt weiß ich. Ja. Jetzt. Das weiß ich. Das hat einfach auch eine geile Pointe. Sehr. Das ist so fragmentarisch. Und jetzt weiß man auch, wozu es Dichtung geben muss. Ja, damit Sie mal wieder ein Buch schreiben können. Das ist aber kein Gedichtsband. Und zwar heißt es Momentum. Worum geht's? Um lauter konzentrierte einzelne Augenblicke im Leben. Ich setze das Leben nicht zusammen aus großen Abläufen, nachdem das passiert ist. Das passiert, sondern Einzelszenen. Wie diese hier. Okay, in welche Kategorie würde das hier fallen? Das ist ein Momentum mit Menschen, oder was? Ja, oder genau. Gehöre ich da zu der Kategorie? Sie gehören zu der Kategorie Menschen. Ja, ja. Doch, das, ich habe kurz überlegt, aber nach dem Gedicht ja. Und da beschreiben Sie verschiedene... Die mir nicht wirklich geprägt haben, die mir was bedeutet haben. Moment, was ist denn der Plural von Momentum? Momenti. Momenti, ah, natürlich. Mhm. Ja, ist das so? Ach, sagen wir. Sind Sie da, haben Sie großes Latinum? Großes Latinum habe ich, aber große auch, Teile davon vergessen. Daran, erinnern. Ja. Momenti, hört waren sich Sie so nicht nach. Metzger mit Latinum? Ja, das eine habe ich aber vorher. Erst Latinum, dann Metzger. Muss man das Latinum haben, um Metzger zu sein? Muss man nicht, aber es schadet nicht. Aber wenn man die Hüfte dann kennt auf Lateinisch, ist besser, bevor genau. man sie teilt. Weiß ich aber nicht. Wissen Sie nicht? Hüfte auf Lateinisch? Keine Ahnung. Pelvis? Das Becken. Oh, Elvis the Pelvis, das ist aber im Pelvis Englischen. Ist aber, ja, das ist aber im Englischen ja auch das Gleiche. So, was waren denn Ihre... Eine Frau zum Beispiel fällt mir ein, gerade weil wir bei den Organen sind. Eine Lazarettschwester habe ich kennengelernt. Diese Lazarettschwester erzählte, dass man ihr gesagt hat, sie musste Becken im Krieg schon ein Organ? Sie stellen Fragen. Natürlich ist das Becken ein Organ. Das Becken ist ein Organ? Das ist ein Gliedmaßteil. Bei Ihnen zumindest. Also ob das ein Organ ist, ob das fachmännischer Prüfung standhält, ob das der Wahrheitsfindung das weiß ich dient, nicht. Ob das aber der Sie sind ja auch dient, also Dr. Wirklich. Phil und nicht Dr. Med, deswegen werde ich Ihnen Sie haben so recht. Ja. Absolut. Bin ich Hirschhausen? Entschuldigung, habe ich Sie unterbrochen? Nein, kaum. So. Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass Sie eine Lazarettschwester kommt vor, der mitgeteilt wurde, sie müsse, wenn sie eine Spritze geben würde, in den Hintern in vier Viertel teilen und in das obere, äußere Viertel müsse sie die Spritze reindonnern, damit sie nicht den Nervus ischiatus, den Ischiasnerv, trifft. Und nach einiger Zeit kriegt sie raus, dass die Leute sie die Heilige nennen. Warum, fragt sie. Und sie sagt, weil du, sagen die Kranken, du bist die Einzige, die sich vor dem Arsch bekreuzigt, bevor sie reinschlägt. Das war Momentum. Wirklich, das ist wirklich passiert. Ja, das ist wirklich passiert. Und was? Momentum, ein Momentum mit
weiß ich nicht, mit Menschen, mit Tieren, mit... Mit Tieren, wenn Sie wollen. Gibt's auch? Haben Sie Momentum mit Tieren gehabt? Ich bin in Borneo im Dschungel, sehe Holzarbeiter ein Kartenspiel spielen. Ich verstehe das Spiel nicht. Die Einsätze kommen in die Mitte. Denken Sie an eine Show-Idee für künftig. Ja. Die Einsätze kommen in die Mitte. Irgendwann warten alle, gucken, dann gibt's ein Riesengeschrei. Einer kriegt das ganze Geld. Ich stehe da, denke, du musst dir eigentlich irgendwie zusammenreimen können, wer jetzt gewinnt. Und finde das die Regel nicht. Und sage irgendwann, bitte helfen Sie mir. Wer gewinnt? Was ist das Gesetz dieses Spiels? Und dann sagt einer, ist ganz einfach. Es gewinnt immer die Karte, auf die die Fliege sich zuerst setzt. Das ist ein Spiel, das könnten Sie auch mal spielen im Fernsehen. Ja, gut, das sind jetzt nur... Wo kriegt man die Fliegen her? Ja, Sie werden doch noch eine Fliege herkriegen. Sie ja, aber noch, hier Sie im haben Studio... doch auch Elten groß gemacht. Richtig. Ja. Aber das war ja auch ein anderer Vorgang. Da haben wir aus einer Fliege einen Elefanten gemacht. So, da gibt es also Momente mit Stars. Sind auch welche drin? Nee, wir haben so viele Interviews mit Stars gemacht. Ja. Welcher war der größte Vollidiot? Lou Reed war ziemlich idiotisch. Lou Reed? Ja, Lou Reed wollte... Ich kenne die jungen Leute nicht mehr. Rock'n'Roll-Musiker. Okay. Wer ist unangenehm? Isabelle Huppert war nicht sehr nett. Yoko Ono war viel besser als ihr Ruf. Der Dalai Lama war reizend. Ja. Arafat war sehr suggestiv, hatte eine Waffe an im Interview. Ach, tatsächlich? Hab ich gesagt, würden Sie mir die mal zeigen? Wie Peter Maffay früher ein Messer im Stiefel hatte immer. Ja, aber Peter Maffay ist nie Präsident geworden. Noch ja. nicht. Ja, noch nicht. Von Rumänien. Ja, es ist bestimmt ein interessantes Buch. Haben Sie sich das so versuchen zusammen... Versuchen Sie nicht jetzt, sich noch schnell noch beizubringen. Nee, haben Sie sich das Buch zusammen gedacht in vielen... Jahren oder ist das sozusagen, sind das, aus wie vielen Jahren besteht diese Sammlung von Momenten? Wirklich aus sehr vielen. Wirklich aus sehr vielen. Also es geht los mit den frühen Erinnerungen, die ich überhaupt habe und dann kommt das Erwachen in der Pubertät, wo ich die Frau angucke und sage, du bist so schön, es ist so schön mit dir. Und sie sagt, was soll das? Und ich küsse sie und sage, unsere Lippen passen zusammen. Und sie sagt, was soll das? Meine Lippen passen auf alles. So, ja. Das ist passiert? Das ist passiert. Mein Lippen ist das passiert. Welche Frau war das? Ich will sie jetzt nicht preisgeben. Okay. Ihr Mund hat sich auch verändert. Ah, okay. Ein sehr spannendes Buch. Ja. Es wird auch in dem Buch nicht preisgegeben. Nein. Wer das ist. Ja. Okay. Also kaufen Sie sich dieses Buch und dann haben Sie ein bisschen was zu rätseln. Sie gehen auf Lesereise, oder? Ich bin dauernd drauf, aber es ist schon in Ordnung. Lesereise? Ja. Wo? Lesen, erzählen. Überall? Ja, überall, wo Sie wollen. Termine unter rogerwillemsen.de. Ja, also mehr erzählen statt lesen, oder? Ja, mehr erzählen statt lesen. Ich glaube, eigentlich Ihre noch größere Stärke. Liebe ich. Ja? Auf der Bühne stehen, produzieren. Ja. Ja. Weil es ist eigentlich, finde ich, bietet die Sprache noch mehr Möglichkeiten als das geschriebene Wort. Das stimmt, oder? Aber darüber hat man lange nachgedacht. Und ein paar von denen muss man dann auch auf dem anderen Wege vielleicht einfach loswerden. Nur Hörbuch rausbringen. Sehr gerne. Gibt es auch dazu. Lesen Sie selber? Lese ich selber. Okay. Ja. Ich habe letztens gehört, dass es demnächst Hörbücher geben wird, die sich anhören, als wären sie von Leuten gelesen, die es aber gar nie gesprochen haben. Nein. Es reichen wenige Sätze von Ihnen aufgenommen, um daraus sozusagen synthetisch eine Stimme zu kreieren, die komplette Bücher lesen kann, in Ihrem Duktus, mit Ihrer Stimme. Das wird Könnte ich sowas Kompliziertes lesen, wie zum Beispiel von allen Menschen, die es gab? War niemand Willemsen schöner reimt als... Willemsen reimt sich da nein, halt einfach nicht. Leider, schade. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg Dankeschön. Mit dem Buch, mit der Lesereise. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sehr, hoffentlich sehr dauert gerne. Nicht so lang. Dr. Roger Willemsen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.